In Zeiten, wo Amazon, angefangen als Buchhändler, gute Serien produziert, genauso wie Netflix, angefangen als Ausleihversender von VHS-Kassetten, jetzt ebenfalls gute Filme und Serien produziert, geht Microsoft eigentlich den richtigen Schritt. Als Besitzer des hauseigenen Xbox Game Passes hat Microsoft jetzt angekündigt, dass jedes Spiel, was ab 2018 exklusiv von Microsoft für die Xbox erscheint, ohne weitere Zusatzkosten im Game Pass erhalten sein wird. Das heißt, wenn das nächste Halo, Gears of War oder Sea of Thieves jetzt erscheint, habt ihr mit dem Game Pass die Spiele zur Verfügung und könnt sie durchspielen und so lange ihr wollt. Zusätzlich kann man die Kosten von 10 Euro im Monat für den Game Pass durch das geduldete Game Sharing mit der Heimkonsole auf 5 Euro pro Monat drücken. Das Abo und damit auch die Spiele erstrecken sich auch durch Play Anywhere auf dem PC. Natürlich kommen auch wieder die üblichen Zweifler, die gibt's ja überall, die sagen, das Ding wird floppen. Aber ganz ehrlich, wer hätte vor einigen Jahren gedacht, dass Netflix mit dem monatlichen Abo sowas wie Star Trek hieven kann? Von daher geben wir Microsoft damit erstmal eine Chance, ob das das Vertriebsmodell der Zukunft wird. Genauso wie bei Netflix kann man natürlich Serien immer noch einzeln kaufen, was bei Spielen auch der Fall sein wird. Zusätzlich bleibt der Game Pass für 10 Euro im Monat ebenfalls monatlich kündbar, sodass mir wirklich die Argumente ausgehen, warum man das nicht mal ausprobieren sollte, spätestens wenn Halo 6 zum Beispiel erscheint. Mich interessiert aber natürlich auch eure Meinung, drum haut's in die Kommentare, was meint ihr, ist so ein Abo-Dienst die Zukunft des Spielevertriebs oder so kauft ihr eure Spiele lieber immer noch einzeln?